Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir stehen hier immer noch in der Nähe von Karlstadt mit unseren 11 Tonnen Gabelstapler, die wir von Oslo nach Kouvola in Finnland liefern. Das heißt, wir fahren in diesem Video jetzt zur Fähre, die uns drüber nach Finnland setzt und dann in Finnland fahren wir dann zum Ziel. Ja, zum Ziel. Punkt. Punkt aus Ende. Los. Genau, los geht's. Ah, diese Kopfhörer nerven. Ich muss echt nochmal gucken, ob ich da wirklich jetzt hier neue Kopfhörer rein investiere, weil mittlerweile. Also sie funktionieren zwar noch, die Kopfhörer, aber es ist ja, wie soll ich sagen, mittlerweile schon echt anstrengend. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, es ist auch eher eine Mischung aus mehreren verschiedenen Sachen. Also es ist nicht irgendwie so, dass es irgendwie ein Kabelbruch ist, sondern es ist halt eher eine Mischung aus. Ja, eigentlich kann man es fast sagen, es sind im Grunde genommen mindestens zwei Wackelkontakte. Im schlimmsten Fall sogar drei Stück. Sprich zwei Stück an dem, nennen wir es mal, Mittelstück, wo ich die Lautstärke ändern kann und auch das Mikrofon prinzipiell ein- und ausschalten könnte. Und zum anderen. Oh, ich bin 80 fahren. Und zum anderen, ja, könnte es gut sein, dass entweder der Klinkenverschluss selbst am von den Kopfhörern selber ja, aufgrund von häufiger, wie kann man das nennen, aufgrund von häufiger Überschrapazierung, wenn mal irgendwie die Katze da rumgezerrt hat oder ich aufgestanden bin und vergessen habe, dass ich die Kopfhörer aufhabe und dann irgendwie mit den Kopfhörern zur Tür gelaufen bin, dass ich dann da halt, also entweder kann das sein, dass ich halt quasi an der Frontbuchse eine Beschädigung habe vom Rechner selber oder halt von dem Klinkenverschluss selber oder halt im schlimmsten Fall beides. Also im allerschlimmsten Fall sind es vier verschiedene Dings. Vier verschiedene Problemstellen. Warum überholt ihr mich nicht? Ich fahre viel zu langsam und ich war nicht aus der Spur. Wieder runter auf 70. Deswegen, okay, nicht weiter unter 70. Das kommt vielleicht noch. Ja. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Gucken hier hauptsächlich. Also, mein Fokus, wo ich jetzt mich gerade hin orientiere, was neue Kopf. Oha. Alter, wie schnell sind die denn da? Geradeaus. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber Main Focus, wo ich mich jetzt gerade orientiere, sind jetzt in diesem Fall Bluetooth-Kopfhörer. Auch hier wieder mit Ohrmuscheln und so weiter. Jetzt nicht in ihr, sondern halt over ear. Ich war eine lange Zeit eher skeptisch dem gegenüber und hab mir dann immer, wenn da mal wieder was kaputt gegangen ist, dann beispielsweise häufig auch mal bei Saturn oder ähnliches halt ein Kopfhörer für 10 Euro oder so geholt, die zwischen 3 Wochen und 1,5 Jahren gehalten haben. Keine Untertreibung, es ist wirklich so gewesen. Rekord war 3 Wochen, glaube ich, die Ausfahrt links, bis sie kaputt waren. Ich meine, es waren 3 Wochen, vielleicht war es auch 5 Wochen. Aber ja. Nimm die Ausfahrt links.
etwas zu kurz. Oh ja, die KI hier wieder. Ich merke schon, ich kann gleich wieder von Null anfahren hier. Leider kann ich jetzt auch nicht seitwärts überholen. Ja. Ja, auch dasselbe Prozedere war eigentlich im Grunde genommen auch bei In-Ear-Kopfhörern fürs Handy und so weiter. Allerdings waren das, glaube ich, immer da welche für. Ich glaube, die günstigsten kosten, glaube ich, immer 13 Euro oder so. Wobei, vielleicht war das auch bei denen, dass das nicht. Ich glaube, die Over-Ear-Kopfhörer, das war, glaube ich, 3 Monate bis 1,5 Jahre, bis sie kaputt gegangen sind. Oder cool, ja. Ich glaube, 1,5 Jahre war der Rekord. Und bei den In-Ear-Kopfhörern war das dann, glaube ich, so, dass es dann zwischen 3 Wochen und knapp 2 Jahren dann war, wie lange sie gehalten haben. Bis dann, also meistens war es dann halt so, dass irgendeine Ohrmuschel nicht mehr wollte. Das Problem ist bei diesen Kopfhörern jetzt nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wann ist. Immer geradeaus. Hoppala. Ich habe die Kopfhörer seitdem es Ghost Recon Wildlands gibt. Da habe ich mir die Collector's Edition geholt. Es ist halt die Frage, wann es rauskam. Eins damals von der PS4, aber ich glaube, es kam dann ja bei allen Konsolen, glaube ich, gleichzeitig raus, oder? Da habe ich aber halt die Collector's Edition geholt, wo dann die Kopfhörer dabei waren und noch so ein Totenkopf. Haben wir schon ganz gut gehalten. Immer geradeaus. Ich habe sie zwar nicht allzu viel benutzt zu Beginn, also ich glaube, die lagen die ersten. Das erste Jahr lagen sie, glaube ich, eher mehr rum. Weil ich halt auch nicht so aktiv auf der PS4 gespielt habe, aber danach habe ich es halt häufiger benutzt. Da schon bei Erstveröffentlichung, 7. März 2017. Die sind also auch schon sehr gut alt. Ne? Die sind kriegen jetzt gerade so ins 5. Jahr rein. Also 4 Jahre haben sie dann ja doch schon ungefähr durchgehalten. 4 Jahre Nutzung. Voilà. Ich muss so langsam tanken, wobei 1100. Okay, das reicht noch dicke bis nach Kurvola. Die haben schon ganz gut gehalten und ich habe mir dann irgendwann, weil ich irgendwann auch keine Lust mehr hatte hier wegen für Smartphone und so weiter, wenn ich dann und das, wenn ich unterwegs bin, dass ich dann ständig hier irgendwie da teilweise auch dann, wenn da der Kontakt nicht so mehr perfekt war und dann auch ein Wackelkontakt war am Klinkenverschluss von den Kopfhörern, dass ich dann immer wieder da hin und her wackeln musste, da habe ich gesagt, okay. Probier es mal einfach aus mit In-Ear-Kopfhörern. Haben wir dann, ich weiß gar nicht von welcher Marke das waren, habe ich mir dann welche geholt und bin auch, bisher funktionieren auch super. Und dachte ich mir, wenn, dann kann ich ja auch mal, ne? Kann ich ja auch mal schauen, wie das denn so aussieht mit Bluetooth-Kopfhörern für PC und so weiter. Brauche ich dann zwar noch einen Adapter für und so weiter, aber. Mich da erstmal einfach so ein bisschen nachgeschaut, angeguckt und so weiter und ich tendiere sehr stark den jetzt gerade zu Bluetooth-Kopfhörern auch für den PC. Vor allem dann mit so einem kleinen Bluetooth-Adapter. Da kann der Verschluss, das Verbindungsstück kann dann ja auch eher weniger kaputt gehen. Kaputt gehen kann es natürlich auch, aber ich sag mal eher weniger, ne? Kaputt gehen kann alles, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als wenn man jetzt irgendwie ein Kabel hat, was frei rumliegt und dann die Katze kommt dann dahin und hat ihren Schwanz oben und dann schlängeln sie an einem rum und dann
bleibst du dann am Kabel hängen und dann zieht sie am Kabel und ja. Ist halt ein Risiko weniger dann so gesehen. Jetzt haben wir so noch eine Ampel. Ich weiß wieder, was ich vergessen habe einzustellen. Ich wollte die Zoom... Ah, die habe ich eingestellt, nevermind. Ich habe doch beides eingestellt. Ich habe nichts gesagt. Aber das geht schon ordentlich auf die Sitzknochen. Ich habe das Gefühl, wir sind langsam da. Ich war jetzt noch nie. Oh, Elektroauto da vorne, glaube ich. Zumindest wirkt es so. Ich gucke einfach nochmal sicher jetzt mal nach. Nee, okay. Ah, boah, wir sind ja noch so weit entfernt. Wir sind noch so weit davon entfernt. Wir sind erst bei Westeres. Und dann noch ein Stückchen bis nach Kapiskea und dann geht's rüber nach Nantali, an Turku vorbei, an Tempio vorbei, dann Alati und dann sind wir bei Kuvola. Weil wir jetzt wahrscheinlich gerade bei Westeres sind, deswegen leckt es hier gerade wieder so ein bisschen. Da gab es so ein paar Ruckler. Ja, habe ich auch die Kommentare, weil, wie gesagt, halt, das Game ist zwar auf der, auf einer anderen Festplatte, aber Ding ist, warum uns da die Mods sind halt immer noch auf der anderen Festplatte. Ist ja im Grunde nur noch verschoben gewesen. Ah, sieht auch schön aus hier, der Tunnel. Dann geht es weiter Richtung Kapiskea. Ja, jetzt kann ich ja nicht mehr vorbei hier, ne, hier Platz machen und so weiter und so fort. Was da richtiger gewesen wäre. Immer geradeaus. Fernreihen 33 noch im Tank. Schon da war ja was, ich verdiene ja kein Geld immer dieser Tour. Ganz vergessen. Aber bis dato läuft sie ja ganz gut. Aber der weitere Verlauf, der zweite Verlauf der Tour. Haben wir noch Bestätigung auf der Fracht? Nee, ne? Nee, keine Bestätigung. Wunderbar. Kriegen wir zumindest dafür schon mal den vollen Preis. Und dann haben wir danach noch zwei Videos, bis dann die nächste Woche. Zwei, in Anführungszeichen, normale Videos, bis es dann zum ersten Event, zum ersten, ja, sogar den offiziellen Event in der ETS 2 kommt. Zur ersten ETS 2 Event-Woche. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Natürlich, gehe ich hin, rechts halten. Hey,
Ich gehe wieder gerade gut ab, also muss ich mich links halten, ja, oh Gott. Ja, so nach Richtung Nordtälje. Und wie immer, wer Fehler in der Aussprache findet und sie besser weiß, und darf mich gerne berichtigen in den Kommentaren. So, wir sind Thema 70 im Tunnel, oh Gott. Jeden Tag ein bisschen mehr rausbeschleunigen. Ich frage mich ja gerade echt, ob es wirklich, ja, okay, die Festplatte ist bei 100%. Oh je. Gott. Und plötzlich konnte ich nicht mehr lenken. Alter, Leute. Haben wir es, wunderbar. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nein, wir haben es nicht, denn ich stand angeblich noch auf dem Gaspedal. Oh Gott. Lass uns loslegen. Ja, da ist das Spiel mal wieder abgestürzt. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ich einfach die Spielerschlüsse sind hier erst gekommen, seitdem ich da den Wintermod hier reingepackt habe. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es daran liegt. Allerdings, also ich gehe mal davon aus, dass die 1,40 und das das Iberia, dass das im März rauskommt, von daher wird es ab dem Zeitpunkt dann ja auch nicht mehr so sein, dass ich dann den Mod hier drin haben werde, und bis dahin, ja, es ist zwar nervig und ein bisschen blöd, weil ab und zu möchte ich dann auch eventuell aus dem Redefluss kommen und nicht mehr weiß, worüber ich geredet habe zuvor, aber ja, dauert nicht mal lange, bis das dann sowieso kein Thema mehr sein wird. War ja doch eine sogar noch weiter gewesen zuvor. Hätte ich ja dann doch vielleicht nochmal dahin springen können. Ich gucke mal kurz, bis wo ich dann ungefähr gewesen bin. Ja. Das ist nervig hier wieder. Ah, ich bin also schon hier durch und ja. Sollte das Spiel wieder abschmieren, dann ja. Setze ich mich vor bis zu Couplescare. Aber gut. Noch ist es ja nicht so wichtig. Noch ist das Game eigentlich jetzt weiter abgeschmiert. Kriege ich hin. Jetzt links halt Richtung. Okay, gerade eben wandern wir die Dings nicht an, ne? Hier, Lampen. Laternen. Die 70 sind ja auch gelogen, also fahre ich jetzt auch hier weiter mit 80. Zumindest so mein Guess, dass es so gegen Ende März rauskommt. Das ist die BLL-Serie und dementsprechend auch die 1,40. Obwohl ich mir bisher noch nichts angeschaut habe. Aber wieso? Ich das Smartphone macht mittlerweile auch echt, was es will. Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay, hier geht er zumindest besser durch. Das heißt, wir sind jetzt gleich in Couplescare. Setzen dann rüber nach Finnland. Nach Naantali. Und
fahre ich noch ein Stückchen weiter in Finnland. Und in Finnland wird dann nochmal getankt werden müssen. Verengt sich wieder die Straße. Runter auf 70. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann sind wir auch gleich im Hafen von Kapellskär. Und ja, wie gesagt, also ne, wenn spätestens wenn die 71 raus ist, wenn die 71 draußen ist, 1,70, wenn die 1,40 draußen ist, werde ich den Inventarmod rausnehmen. Und ansonsten halt, sobald der Frühlings, der meteorologische Frühlingsanfang beginnt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wie es sofort auch immer so gewesen ist vom Plan her. Das eigentlich schon so habe ich es eigentlich zuvor auch schon gemacht gehabt in der dritten Staffel, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist einfach viel zu lange her. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie ich das in der Reload-Staffel gemacht habe. Das sind also die kleinen feinen Details, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Dann werden wir mit 48 dorthin. Und biege nach links ab. Mir fällt gerade auf, der Moor ist auch schon wieder rum. Heute ist ja der letzte Tag. Also an dem ich aufnehme, ist es der letzte Tag gerade von diesem Moor. Das heißt, ich werde dann morgen, also heute, für euch heute, für mich morgen. Da wir ja nachschauen können nach neuen Mods und so weiter und so fort, nach neuen Versionen und so. Kapellskär nach Naantali, genau. Da ist unsere Fähre. Da fahren wir jetzt eben rauf. Hier haben wir sogar noch Color Lines. Dann gebe ich noch mal ein bisschen Geld aus und dann setzen wir auch über. Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei 176.559. So, dann setzen wir auch über nach Naantali. 1.170 Euro, oh Gott. Okay, wir haben 3.40 Uhr, wir haben noch 323 Kilometer bis nach Kouvola. Fünf Stunden brauchen wir dafür, das heißt, wir sind gegen 9 Uhr dort, also gegen 8.30 Uhr. Eastern Europe. Sind wir noch bei der Eastern European Summertime? Ja. Demnächst rechts abbiegen. Was heißt noch? Eigentlich wären wir bei der Eastern. Oder ist es die Center Time? Biege nach rechts ab. Muss es nicht eigentlich eher Winter Time sein? Also Jahreszeiten generell vanillamäßig wären auch schon so nice, ne? Also
Wäre schon nice, aber gut, es ist ja kein Muss. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber so schnell will ich ja auch nicht fahren. Demnächst rechts abbiegen. Ist in Richtung Helsinki und Turku. An Turku vorbei, Richtung Tempi war das ja, glaube ich. Rechts ab. Wenn ich mich recht entsinne. Aber es kann sehr gut sein, dass sobald die 1.40 draußen ist, dass also ich dann auch nicht dass ich auch erstmal mit dem so gesehen im Sommer fahre, mit dem Standardwert von ETS 2 von ETS 2 selbst. Einfach aus dem Grund, weil es halt dauert, bis halt die Mods aktualisiert sind und es dann Mods gibt, die auf der 1.40 funktionieren und Jahreszeiten repräsentieren. Schön dieses Hin und Her mit den ganzen Ampeln. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich jetzt hier weiterfahren kann, aber ich denke mal schon. Ja. Weiter geradeaus, da war es auch Tempio schon ausgeschildert gewesen. Weiter geht es Richtung Tempio und Helsinki. Auf, ich wollte gerade sagen, neuen Wegen, aber offenbar war ich hier schon mal. Da, ich war glaube ich sogar schon in Tempio, habe ich glaube ich gerade eben gesehen gehabt. Ich bin auch schon gespannt auf die 1.40, auf das Iberia-DLC. Da habe ich auch schon mir so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das dann machen werde. Also klar, es wird dann halt, wenn das Iberia-DLC draußen ist, dann wird es dann, je nachdem, am selben Tag oder am Folgetag dann halt den ersten Livestream geben. Dann wird es halt wahrscheinlich ein paar Livestreams dazu geben und, dann Ausfahrt rechts nehmen. So gesehen für diejenigen, die nicht beim Livestream dabei waren, weil ich dann halt so gesehen die einzelnen Touren dann nochmal vom Livestream nochmal rausnehmen, ausschneiden, nochmal neu hochladen und hab dann aber danach im Nachhinein auch nochmal zusätzliche Videoideen zum Iberia-DLC. Aber alles zu seiner Zeit. Bitte links halten. Weiter Richtung Tempir. Also weit haben wir es ja jetzt nicht mehr, wir sind ein bisschen über Landstraßen. Allein durch die Jahreszeiten-Mods, das ist halt, bringt es halt wieder so ein nice, anderes Feeling mit rein. Okay, weiter mit 70, mit 80. Kommen wir jetzt wieder auf 70.
Also wie gesagt, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass halt die... Oh, ich habe diese Kreuzung als eine andere erwartet und deswegen habe ich nicht abgebremst. Habe ich dazu spekuliert, dass es doch eine andere Kreuzungsart ist, ein anderes Prefab. Schön durch die Wälder hier. Immer geradeaus. Könnt ja schon wieder was trinken, aber okay. Lassen wir das erstmal. Okay, jetzt geht's links nach Helsinki, aber wir fahren noch weiter geradeaus. Wir fahren aber ja nicht durch Tampere durch, sondern wir fahren ja Richtung Tampere und dann an Tampere vorbei. Und wie eigentlich immer gesagt, kann eigentlich nicht müde werden, das zu sagen, ich spreche die Stelle frei Schnauze aus. Im Grunde genommen, grundsätzlich, von daher Fehler in der Aussprache sind nie auszuschließen. Und wenn ihr es besser wisst, dann könnt ihr mir das gerne nochmal in Lautschrift dann in die Kommentare schreiben. Denn solche Länder und Länder, genau, solche Städte richtig auszusprechen, das ist, ja, würde ich bevorzugen. Die eine Ampel war ja doch schon ziemlich nah an der Straße. Wieder zu den anderen. Genau, tanken werde ich dann mit der anderen Fracht oder, wenn es möglich ist, ein Kuvola. Ab hier geht es dann rechts rum. Was haben wir denn hier ausgeschildert? Oh, 60. Richtung Lahti. Am Kreisverkehr ist der etwas zu stark in die Eisen gegangen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach links ab. Und jetzt auf wirklich neuen Wegen durch Finnland. Wahrscheinlich wieder eine Bahnschiene entlang. Ah, das ist schon nice. Fehlen jetzt zwar hier der ein oder andere Zug noch, der hier vorbeifährt fürs Feeling und so, aber. Wir haben es ja jetzt auch gerade. Wir haben 6 Uhr. Ein Güterzug könnt ihr schon mal vorbeifahren. Würde ich ja fühlen. Also, wir fahren mal wirklich schön straight hier an der Zuglinie vorbei. Das ist eine einspurige. Schon schön. Ja, und zwar jetzt auch nur Nacht mehr oder weniger, aber schön ist es trotzdem. Vor allem müsst ihr dann gleich wieder links ab, rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Lahti.
Ich habe auch keinen Retarder drin. War ja was. Biege nach rechts ab. Bisschen zu weit, glaube ich. Ausgeholt, aber das passt noch. Es wäre ein bisschen zu weit rauszukommen. Aber das hätte noch gepasst. Oh, da vorne ist ein bisschen kurviger. So, das sieht so auf dem Navi aus. Wusste ich wieder auch nicht. Bleibt zumindest solide und geht leicht runter. Okay, jetzt ist es runtergegangen. Wunderbar. Ach ja, immer diese blöden, nervigen Mini-Ruckler, ne? Puh. Das ist immer ein Spaß, dann zu stimmeln. Baustelle. Ich weiß nicht mehr, wo wir nochmal die Dinger hinliefern. Zu Lindukainen Oi. Okay. Wobei wahrscheinlich ist es nicht Lindukainen Oi, sondern es ist was anderes, aber. Aber gut. Liegt ja nicht. Liegt dann halt ja an den echten Firmen-Mod, die ich hier drin habe. Ist nicht das. Nicht, dass es nicht immer das ist, was es heißt. Wir fahren durch Lati durch und. Sind wir dementsprechend jetzt gerade. Erst auf Malten Lati, Baltic Tourist 12:35. Ja, wie gesagt, Baltic DLC, das war ja auch eher so ein Ding, was einfach so mit dazugekommen ist und da haben wir schon Kuvola ausgeschildert. Okay, der fährt sogar schnell rum, der SATA-Bus. Na, kriege ich die Ampel noch? Ich glaube nicht. Immer geradeaus. Und weiter geht es. Nur noch 71 Kilometer bis Kuvola. Und dann haben wir auch diese. Ja. Diese anfänglich sehr schlechte Tour. Noch ausreichend beenden können. Zu Ende fahren können, wie auch immer man bezeichnen mag. Zumindest war der zweite Teil nicht ganz so miserabel wie der erste Teil. Oh, die Ampel ist aber schon ein bisschen dicht. Dass wir keine Überbreite haben, ansonsten weiß. Da hätte ich wirklich ausweichen müssen. War knapper als gedacht. Erstmal auf der
ja, nehmen wir es mal A12. Oder auf der 12er Autobahn Richtung Gola. Und dann werden wir mal wieder auf 80. So, da haben wir noch 80 fahren dürfen. Das verengt sich das Ganze hier auch wieder. Und wir fahren wieder über die Landstraße, aber wir sind auch gleich da. 48 Kilometer. Und dann bei der Ladestelle. Nicht bei der Ladestelle, sondern bei der. Bitte rechts halten. Abladestelle, Endladestelle. Und wieder knapp. War ja doch noch wieder knapp. Fällt mir auf, ich muss noch mal gucken hier wegen wegen der Abstimmung fürs erste Event, für die erste Eventwoche, muss ich nochmal gucken, wie ich das Ganze mit Abstimmung mache. Demnächst rechts abbiegen. Achtung, achten Sie auf die Schwierigkeits- Weil es ja doch die ein oder andere Auswahlmöglichkeit gibt. Wahrscheinlich noch mehr für Abstimmung geben, aber da muss ich nochmal genauer umschauen. Weil ich jetzt selber gerade im aktuellen Moment selber noch nicht ganz genau, wie das Ganze wird. Wie ich das Ganze machen werde, aber da habe ich dann ja jetzt noch so 2 Wochen Zeit. Baltic Tourist 13:35. Noch ein bisschen Zeit, um mir da. Ja, was mal Gedanken zuzumachen. Biege nach rechts ab. Wie ich das Ganze dann gestalten möchte. Ich bin ja wieder zu eilig unterwegs. Schön, dass Steam jetzt gerade wieder reinkackt und wieder komplett auf. Ich bin nicht mehr da. Ich reagiere nicht, egal was du tust. Macht. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht ganz so sehr auf das Game selbst betrifft. Okay, es hat sich auch wieder beruhigt. Wunderbar. Biege nach links ab. Vielleicht habe ich noch gar kein Tandem-Mod hier drin, ne? Also, dass wir selber auch Tandems fahren könnten. Kann ja noch mal gucken, ob ich da irgendwie einen Mod finde. Wo prinzipiell mit allem fahren könnten als Tandem. Und wir sind jetzt hier am Tage da. Immer geradeaus. Hier auch bei der Endladestelle. Die haben wir nämlich hier. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da.
muss jetzt rückwärts rein oder nicht? Ist das die Frage? Ich muss rückwärts rein. Bei die Lok. Dann ist sogar was nur zwei Loks. Ja, das sind normale Standard-Loks von der Länge her, ne? Dann kassieren wir das Geld für diese für diesen Auftrag. Auszeichnet Gefahrenstrecke 1047 Kilometer Dauer. 35 Stunden, Gabelstapler von Oslo nach Kouvola geliefert, verbrauchter Kraftstoff 473 Liter, 27.439 Euro habe ich noch hier bekommen und 1586 Erfahrungspunkte, dementsprechend ein weiteres Level hoch. Demnach kann ich jetzt auch auf ADR Nr. 3 gehen. Brennbare Flüssigkeiten beinhalten sehr verbreitete, zugleich aber auch sehr gefährliche Treibstoffe, wie beispielsweise Benzin, Diesel oder Kerosin. Ja, dann gucke ich nochmal eben kurz, wo wir hier in Kouvola hin können, um uns hinzulegen. Auf 4,44%, eine schöne Schnapszahl. Komm, fahren wir die 15 Meter da hinten hin. Zeit zu gehen. Und dann vor Ort schauen wir nochmal gemeinsam nach, wohin die Reise in dem nächsten Video gehen könnte. Kommst halt dann im Grunde genommen. Oh Gott. Biege nach rechts ab. Und es ist fast mehr oder weniger egal, wir sind bei 203.000. Wäre natürlich im Optimalfall so, dass es dann wieder so eine Tour wird, die wir halt in einem Rutsch machen können. Danach muss halt die nächste auch in einem Rutsch gemachbar sein. Immer geradeaus. Oh, es wird halt eine lange Tour, die ich dann halt in zwei Videos so gesehen abhalten kann. Abhalten kann, das ist halt auch echt super Formulierung hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, was ich so gesehen damit sagen wollte, ist eigentlich, dass dass ich da in Folge 25 auf alle Fälle die Ladung abgeliefert haben muss. Notfalls wird es dann halt. Wobei ja eigentlich nicht, aber auch egal. Demnächst rechts abbiegen. Mach's ja vom Schlafen ab, ob die Folge zu Ende ist oder nicht, von daher. Muss dann auch die Tour zu Ende sein. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier endet es. So, so, hier endet es.
Genau, und dann, bevor es hier wirklich endet, gucken wir noch kurz nach, was so der die Aufreger, nicht der Fachmann, sondern die Aufreger so sagen hier in Kuvola, was uns eventuell nächste Folge erfahren können, im nächsten Video. Bester Auftrag wäre prinzipiell der Vorratstank. 13 Stunden. Das kriegen wir aber nicht hin. Das sind, glaube ich, 12 Stunden, die man maximal fahren kann, oder? Dann wird es eher die Fahrt nach Twer mit 15 Tonnen Birnen. Aber ob die Aufträge noch da sind und ob da noch andere Aufträge dazu kommen, das werden wir dann im nächsten Video, am Anfang des nächsten Videos sehen. Da werden wir uns nochmal anschauen, ob es denn dementsprechend so werden wird. Oder halt nicht. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Video.